War das von unserem einen Schlafen noch? Eigentlich nicht. Sonst hätten wir nicht wieder schlafen können. Noch mehr Respawn? Fragezeichen? Oder sind das die, die mir das letzte Mal gefolgt sind von dem anderen Bereich? Egal, töten, 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 töten. Und nicht krank werden. Eigentlich sogar in einer anderen Reihenfolge. Nicht krank werden, dann töten, töten, töten. So, also hier war die Kiste mit dem Funkenflug. Rechts rum ging es zu den Mädchen. Und dieser komischen Zelle mit den Skeletten. Dann wird die Spinnenkönigin irgendwo da hinten sein. Also dem Hauptgang folgend. Was haben wir hier? Spinnen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Komm. Ja, ich glaube, es soll ein bisschen in den Nahkampf gehen. Ist die Frage. Diese kleinen Spinnen hier, können die vergiften? Weil wenn nicht, dann könnten wir wirklich in den Nahkampf gehen, damit Gerugon und Myrim da ein bisschen draufprügeln können. Wenn ja, dann lieber nicht. Weil wir echt nicht so viele Flaschen haben. Um nicht zu sagen, wir haben fast gar keine Flaschen. 2 Gegengifttränke haben wir. Und eine leere Flasche. Und wir brauchen 2, um einen Trank herzustellen. Oh, und vielleicht soll ich das lieber von unten nach da machen? Das ist mehr, ne? Ja. Yay, ich habe noch was gefunden, womit ich rumklicken kann. Aber wenn wir es nur von oben nach unten machen, dann haben wir nicht genug Reagenzien, um später rum zu experimentieren. Das will ich machen, sobald wir ein paar mehr Lebenspunkte haben. Denn das Experimentieren kann ganz schön in die Hose gehen. Und sobald wir genug Lebenspunkte haben, wird eine Liste angefertigt. Was mit was kombiniert, was produziert. Und da wird sehr viel in die Luft fliegen. Und wir haben gerade gelernt, dass die kleinen Spinnen auch schon vergiften können. Also kein Nahkampf. Sorry, Gerugon. Aber du bist ja auch ganz gut im Bogenschießen. So, Gegengift. Ne, da. Nicht du. Du, weiter Zeug weggeben. Kenn ich nicht. Kennst nicht. Ja, sieht doch gleich viel besser aus bei ihr. Dafür sieht es bei ihr wüster aus, aber das ignorieren wir mal. So, Präzision hält noch. Fackellicht. Anscheinend auch, als weil ich das nicht wirklich auseinanderhalten kann. Ich glaube, wir können ein bisschen weiter gucken als vorher. Auge ist auch an. Gib mir die Spinnenkönigin. Und sobald 3, 4 Fledermäuse kommen, läuft der rückwärts und zaubert. Ach ja. Haben die Mädels eigentlich noch ihre Zauberstäbe? Ja, ja. Kenn ich nicht. Haben die auch noch Ladung? Ist die nächste Frage. Jupp, haben sie. So. Du, ja, bist am Plündern. Gut. Das ist ein ganz schön großer Raum. Was war es gerade für ein Flap-Flap? Wir können rechts runter, wir können links auf gleicher Höhe bleiben. Wir können hier irgendwo runter hüpfen, was ich nicht will. Okay, wir machen erstmal hier oben. Und das Licht geht aus. Wow, wow, hey. Ja, Denkfehler. Fledermäuse können fliegen. Und wenn sie unten mich sehen, dann fliegen sie einfach hoch. Fallen mir in den Rücken. Wo seid ihr hin? Da. Okay, bisschen was töten und dann kreischen, weglaufen und schlafen. Eine Taktik, derer wir niemals überdrüssig werden werden. Ich glaube, es ist sogar richtig. Okay, schlafen. Brauchen definitiv Schlaf. Schlafen. So, keine Unterbrechung, sehr gut. Du, Auge, du,
Licht, du Segen. Umdrehen. Pferden, Pferden. Was? Spitzen. Oh. Du warst eine Leiche. Ich sehe rote Punkte. Aber die sind unter uns. Okay. Die sind irgendwo unter uns, ja. Du such mal Ringe. Keine Fledermäuse mehr hier, die irgendwo hochgeflattert kommen. Nee, aber eine Spinne. Gold. Ich höre wieder Flap Flap. Sehe aber keine Gegner, okay. Oh, Riesenspinne. Yikes, du Präzision gewonnen. Du Präzision sie. Und warum läuft. Wow, hey, hey, wow. Was zur Hölle war das? Ich glaube, die haben gerade durch den Boden gebissen. Also dieser ganze Bulk von roten Punkten, der stand auf einem Punkt. Und dann haben wir plötzlich ganz viel Schaden bekommen. Also ich denke mal, die werden alle unter uns gewesen sein. Das Spiel wird das nicht erkannt haben und dann hab's. Garstig, okay. Also, wieder zurück. Wobei wir jetzt nicht schlafen können, weil die unter uns langlaufen. Jetzt aber, okay. Auge, Fackellicht. Bolzen könntest du mal als Dingens festlegen. Segen. Ich bin ja fast versucht runterzuspringen, um die zu töten, damit wir hier auch schlafen können. Aber ich weiß ja nicht, wo es wieder hochgeht. Das wäre, glaube ich, keine so gute Idee. Es wird wahrscheinlich, wenn wir rechts rum runtergehen, dahin führen. Ne? Ja komm, machen wir das kurz. Du Präzision. Gift. Der Bolzen klingt sehr komisch. Ich bin der Doppler-Effekt. Aber effektiv ist er. Da kann man nichts sagen. Oh, nächster vergiftet und wir haben nicht genug Gegengift für beide. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gib ihm. Komm schon. Warum? Also. Ein Gegengift haben wir, ein Ding ist davon nur. Resistenz? Na gut. Also unsere Präzisions- und Segensdinger sind ja noch aktiv. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir mit dem, was wir jetzt haben, weit. Oh. Weit genug reinkommen, um die Königin zu töten. Ich denke irgendwie nicht. Ich denke, wir werden jetzt den ganzen Weg. Oh, dritte vergiftet. Ich denke, wir werden den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Das wäre schon ein bisschen schade. Und zeitaufwendig. Dich haben wir. Das könnte fast aufgehen. Nur wir wissen halt nicht, wie tief drin die Königin ist, ne? So, dich hätten wir auch noch. Und schlafen können wir nicht, weil wenn wir vergiftet schlafen, regenerieren wir nur bis zur Hälfte. Zumindest glaube ich, dass es die Hälfte war. Und das ist ja schon recht ärgerlich. So, du hast keinen Stab mehr. Und ihr habt beide keine Nahkampfwaffen mehr. Ja. Das sind zu viele Schlangen. Ne, das wird nichts. Okay.
Das heißt, wir laufen jetzt den ganzen Weg zurück. Laufen zum Tempel. Heilen unsere Leute. Waffen hoch. Und kommen wieder hierher. Ich denke mal, es ist Zeit für einen Zeitraffer. Da ich jetzt hier einfach nur laufe. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich frisch geheilt und ausgeschlafen, hochgebufft, wieder wo genau bin? Ich bin falsch abgebogen. Jo, bin definitiv falsch abgebogen. Und die da war ein Teleporter. Das war schon mal gut. Sagen wir mal, ich melde mich wieder, wenn ich ganz zurückgelaufen bin, alle geheilt habe und hier vor dem Bereich, wo wir das Mädchen gefunden haben, wieder angekommen bin. Also bis gleich. Hier haben wir das Mädchen befreit. Das heißt einfach hier weiter und dann töten. Also wir sind vorhin falsch abgebogen, wo wir den Teleporter gefunden hatten. Aber da war eine rote Spinne gewesen. Das könnte die... Oh. Das könnte die Königin gewesen sein. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich falsch abgebogen bin. Karte. Links rum. Okay. Also da, wo mich die Spinnen durch den Boden durchbeißen können. Okay. Da ist schon mal eine blaue. Und eine Fledermaus. Weg, weg. Die ist wieder unten. Achso, hier. Go, 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 go. Oh, Zauberung ist wieder weg. Das heißt, töten wird ab jetzt langsamer. Oh, da war ja wirklich eine Spinne. Da stand es wieder über oder unter uns oder sonst wo. So wie hier gerade. Blaue Spinne. Ich habe langsam den Verdacht, ich bin... Oh. Gift. Ein Giftdingens haben wir, oder? Muss gleich mal gucken. Ja, ein Giftdingens haben wir. Oh! Puh. Monsterspinne, du bist keine Spinnenkönigin. Bestimmt trotzdem ziemlich garstig. Eigentlich ganz gerne schlafen. Ich glaube, damit hast du Probleme. Präzision ist auch weg. Also Segen ist zumindest weg. Ich denke, Präzision muss auch weg sein. Und nächster Gift. Ja, das ist am Anfang echt garstig. Wenn man nicht genug Flaschen hat, nicht genug Zaubersprüche, nicht genug Zauberpunkte, nicht genug alles. Später wird es zwar immer noch schwer, aber wenigstens hat man dann für solche nervigen Kleinigkeiten die Ressourcen und Zauber. Und hier hinten ist gar nichts. Okay, trotz Vergiftung werde ich schlafen. Denn wir können sie einfach hochhalten. Licht. Auge. Segen. Und dann laufen wir jetzt nicht rechts rum runter, wie wir eben gerade gelaufen sind, sondern halt links rum. Segen für dich.
Weil es bleibt ja nicht mehr wirklich viel Platz, wo die Spinne sich verstecken kann. Also die große Spinne, der wir das Herz rausschneiden sollen. Hört sich ja für eine Quest ganz passend eigentlich an, aber ich stelle mir das immer so in Real Life vor. Das heißt, das ist denn so ein großes, muskulöses Ding, faustgroß, das wirfst du da auf den Tisch und sagst, hier. Dann denken die, aha, das muss aus einer riesen Monsterspinne kommen. Oh, ich bin jetzt schon wieder... Wir müssen doch runtergehen. Denn runter geht's weiter. Da wo die ganzen roten Punkte sind. Währenddessen können wir noch Präzision zaubern. Weil die beiden müssten bisher nur Segen haben. So, nicht durch den Boden beißen, nicht durch den Boden beißen. Genau, hier rum. Ich freue mich schon so auf Burg Iron Fist. Allein schon, dass die beiden Mädels dann rechts auch Buben benutzen können. Das heißt, selbst wenn wir keine Mana haben, können wir immer noch mit vier Leuten Taka-Taka machen. Die kriegen dann auch alle einen schönen Bogenskill von 4, einen ordentlichen Bogen in die Hand und dann gib ihm. So, Touch. Da ist eine Königsgruppe mit bei. Du. Stirbst hoffentlich bald. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die höheren Stufen von Monstern auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Effekte zu übertragen. Also bei den Fledermäusen ist aber die Krankheit, dass die Vampirfledermäuse, weil die ja die höchste Stufe sind, am wahrscheinlichsten die Krankheit übertragen. Und bei den Kobras halt, ne? Die grünen Kobras eine höhere Chance haben als die blauen. Fast null Zauberpunkte überall. Komm schon. Hier muss doch irgendwo die Mama-Spinne sein. Das war ein garstiges Geräusch bei Kerogon. Weg mit dir. Du bist keine Mama-Spinne. So. Fledermäuse. Komm schon. Wir hätten noch Stäbe kaufen sollen während des Zeitraffers. Oder neue Waffen. Oder ganz kurz still und heimlich nach Eigenfest gehen und Bogenskill kaufen. Oh, eine Riesenfledermaus. Na komm. Vielleicht kriegen wir noch Krankheit zu dem Gift dazu. Stirb doch endlich. Kirgon. Nee. Und kein Licht mehr. Ah, das Ding fliegt. Sehr gut. So. Können wir dich so essen? Ach, können wir. Sehr gut. Dann mach doch bitte mal Licht. Also man kann die Reagenzien auch so essen. Für Lebenspunkte, Mana und was auch immer. Gelb und... Es gibt nur noch Gelb, ne? Ja, was auch immer dann Gelb macht. Nichts. Das hier sieht wichtig aus. Wie so ein richtiger Höhlenbau. Und das sind noch Fledermäuse. Ich glaube... Ich ziehe mich mal wieder zurück. Schlaf, obwohl jetzt unsere beiden, naja, kämpferartigen Wesen in der Gruppe vergiftet sind, ist das nicht ganz so wichtig. Weil das meiste wird echt der Flammenstrahl von Talana rausreißen und der Bolzen von Lei.
glaube, der Bolzen ist momentan unser mächtigster Zauber. Kostet zwar auch viel, aber macht wenigstens, ich glaube, 8 plus 1 bis 2 pro Bodystat. Und sie hat 3, also 8 plus 3 bis 6. Das ist ordentlich. 11 bis 14. So, du musst allerdings noch sterben, bevor wir schlafen können. Genau so. Schlafen? Fragezeichen? Nein. Irgendwo ist noch eine Kreatur hinter uns her. Ah, jetzt. Okay. So, du heilst nicht mal. Nö, du bist jetzt ganz egoistisch und nimmst deine ganzen Zauberpunkte zum Töten. Nicht zum Heilen. Wie das ein Kleriker ja eigentlich machen sollte. Aber die Situation ist eine andere. Wir wollen eine Spinnenkönigin töten, wir wollen nicht zigmal rein und rauslaufen. So, Flattermaus. Dich können wir totschlagen. Dann gehen wir hier runter zu dem Knubbel. Das klappt echt gut mit dem einfach so totschlagen, Gerogon. Ach, kann das nicht immer so laufen? Kaputt. Das sieht eher aus wie ein Schlangennest und nicht wie ein Spinnennest. Karte. Ich glaube, ich ignoriere das Ding da mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nur Schlangen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Hauptnest von Spinnen auch mit Schlangen bevölkert ist. Das wäre sehr komisch. Oh, das sieht schon eher so aus, wenn ich da hinwollen würde. Ja, ich bin bewusst, dass ich in die falsche Richtung laufe. Okay, okay. Viel zu viele Gegner. Komm schon, töte irgendwas. Nein, okay. Lauf, 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 lauf. Ich denke, es ist Zeit für einen neuen Zeitraffer. Und einen Cut. Also der Plan ist jetzt, ich Zeitraffer hier raus, heil mich hoch und melde mich dann in der Stadt wieder, wo wir Ressourcen einkaufen, um das Ganze jetzt hier ein für alle Mal durchzuziehen im Tempel. Ja, das klingt gut. Also sehen wir uns gleich wieder.